Hallo, ich bin David und ich werde jetzt eine kurze Einführung für das Seminar über gewöhnliche Differentialgleichungen halten. Und was ich hier in der Einführung kurz erzählen möchte, ist, was eigentlich Differentialgleichungen sind, was es bedeutet, eine Differentialgleichung zu lösen, wo man Differentialgleichungen wo man auf Differentialgleichungen stößt, wenn man zum Beispiel Physik macht. Und wir wollen auch noch mal kurz am Ende darüber reden, was für verschiedene Typen es für Differentialgleichungen gibt. Denn verschiedene Typen von Differentialgleichungen erfordern verschiedene Lösungsstrategien. vielleicht kurz noch, was für eine Voraussetzung ihr so mitbringen solltet, wenn ihr dieses Seminar verstehen möchtet. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass, wenn ihr differenzieren und integrieren könnt. Das braucht ihr auch, um das Seminar zu verstehen. Ansonsten ist allerdings nicht viel mehr Vorwissen nötig. Und außerdem gibt es ein Skript zu dem Seminar. Das heißt, alles, was ich hier jetzt erzähle, könnt ihr nochmal nachlesen im Skript. Das heißt, gegebenenfalls könnt ihr auch das Video pausieren, wenn ihr etwas nicht verstanden habt und nochmal die Erläuterung im Skript nachschauen. Im Skript findet ihr auch sehr viele Übungsaufgaben, die ihr benutzen könnt, um euer Wissen zu festigen. Und da gibt es auch noch einige weiterführende Themen, die ich jetzt in der Einführung nicht erwähnen werde, die dann allerdings im Seminar gegebenenfalls besprochen werden. Da könnt ihr euch dann nochmal belesen oder schon mal vorbereiten. Ja, soweit. Dann würde ich jetzt einfach mal anfangen mit der Frage, was eigentlich eine Differentialgleichung ist. Und ich denke, ihr kennt alle aus der Schule normale Gleichungen. Das könnte zum Beispiel so etwas sein wie die Gleichung x plus 7 ist gleich 5. Das ist eine relativ einfache Gleichung, die kann man lösen, indem man einfach mal beide Seiten minus 7 rechnet und dann steht da x ist minus 2 und dann haben wir die Gleichung gelöst. Und soweit so gut. Differentialgleichungen sind jetzt allerdings anders, und zwar suchen wir da nicht einen bestimmten Wert einer Variablen, also hier x, sondern wir suchen stattdessen eine Funktion. Und eine Differentialgleichung könnte zum Beispiel so aussehen, dass wir eine Funktion haben, die wir jetzt mal y von t nennen. Und diese Funktion hängt also von der Zeit t ab. Und ich sage, dass die Ableitung der Funktion, die ich mit y Punkt aufschreiben werde, gerade irgendeine Zahl k mal die Funktion selber sein soll, y von t. Und das wäre jetzt ein Beispiel für eine Differentialgleichung. Ich habe jetzt diese Gleichung gegeben und jetzt suche ich eine Funktion, die die Gleichung erfüllt. Sprich eine Funktion, deren Ableitung proportional zur Funktion selbst ist. Und das sind jetzt solche Gleichungen, sind dann gewöhnliche Differentialgleichungen. Deswegen Differentialgleichungen, weil häufig die Ableitung der Funktion in diesen Gleichungen drinstehen. Genau. Und was bedeutet es jetzt, solche Gleichung zu lösen? Nun, wir haben die Gleichung gelöst, wenn wir alle Funktionen gefunden haben, die diese Gleichung erfüllen. Es stellt sich nämlich heraus, dass nicht nur eine Funktion diese Gleichung erfüllt, sondern in der Regel unendlich viele. Und man muss dann, wenn man ein konkretes Problem lesen will, noch mit Hilfe von sogenannten Anfangsbedingungen herausfinden, welche Funktion man denn jetzt braucht tatsächlich für seine Lösung. Und dazu werde ich aber später noch was sagen. Genau, jetzt vielleicht ein paar Bemerkungen dazu, wo Differentialgleichungen überall auftauchen. Es ist nämlich so, dass Differentialgleichungen, was diese Gleichung hier aussagt, ist, die Ableitung von y nach der Zeit ist ja sozusagen die Änderung von der Variable y nach der Zeit. Das heißt, die Differentialgleichung beschreibt die Änderung der Variable y in Abhängigkeit von dem aktuellen Wert von y selbst. Also Differentialgleichungen beschreiben immer die Änderung von Systemparametern in Abhängigkeit von den Systemparametern selbst und gegebenenfalls noch zum Beispiel der Zeit. Und ja, das heißt, Differentialgleichungen tauchen überall da auf, wo es leichter ist, eine Änderung zu beschreiben, als mit absoluten Werten zu rechnen. Und das ist ganz oft in der Physik der Fall. Die meisten physikalischen Naturgesetze lassen sich als Differentialgleichungen aufschreiben. Zum Beispiel auch die Maxwell-Gleichung für die Elektrodynamik. In der klassischen Mechanik sowieso hat man sowieso ständig mit Differentialgleichungen zu tun. Aber auch zum Beispiel, wenn man die Wärmeleitungen sich anschaut, hat man auch Differentialgleichungen. Das heißt, die Physik ist vollgepackt damit und deswegen ist es sehr sinnvoll zu wissen, wie man solche Differentialgleichungen lösen kann. Aber es hört nicht bei der Physik auf. Zum Beispiel auch in der Biologie hat man unter Umständen mit Differentialgleichungen zu tun. So kann zum Beispiel Populationsentwicklungen mit Differentialgleichungen modelliert werden. Oder auch zum Beispiel der Verlauf einer Epidemie. Gut, dann würde ich jetzt mal ein einfaches Beispiel dafür bringen, wie man eine Differentialgleichung eigentlich löst und wie das so aussehen kann. Und zwar werde ich da mal mit einer konkreten Anwendung anfangen. Und zwar kennt ihr sicherlich alle das Newtonsche Gesetz, dass
die Kraft gleich Masse mal Beschleunigung ist. Also die Masse eines Objekts mal seine Beschleunigung a ist gleich die Kraft f. Jetzt ist die Kraft f im Allgemeinen eigentlich nicht konstant, sondern sie kann zum Beispiel von der Zeit abhängen, also eine Funktion der Zeit sein. Sie kann aber auch zum Beispiel vom Ort sein, nennen wir den Ort mal y, und von der Geschwindigkeit meines Massepunktes und meines Körpers abhängen. Das heißt, die Kraft ist unter Umständen eine relativ komplizierte Funktion. Und ja, jetzt, das hier ist tatsächlich schon eine Differentialgleichung und das ist allerdings ein bisschen versteckt, denn tatsächlich sind die Beschleunigung und die Geschwindigkeit, die ich hier mal v genannt habe, Ableitungen des Ortes nach der Zeit. Das kann man sich so überlegen, wenn man, sagen wir einfach mal, wir wollen die Bewegung einer Rakete beschreiben und diese Rakete bewegt sich jetzt irgendwie auf, sagen wir mal, der zeitliche Verlauf der y-Koordinate der Rakete sieht so aus, also das ist sozusagen die Funktion y von t hier. Dann ist die Geschwindigkeit der Rakete in y-Richtung an einem bestimmten Zeitpunkt t, kann man sich überlegen, indem man sich ein Steigungsdreieck anschaut. Und zwar, was ist die Änderung Delta y bei einer bestimmten kleinen Zeitänderung Delta t. Und wenn man dieses Steigungsdreieck jetzt infinitesimal klein werden lässt, dann hat man die Ableitung, die man dann mit dy über dt notiert. Also das d statt einem Delta, um zu zeigen, dass es sozusagen ein Grenzwert, eine infinitesimale kleine Größe ist. Also das sehe dann so aus, dass die Geschwindigkeit gerade definiert ist als dy über dt. Oder eine andere Notation für diese Ableitung wäre y-Punkt, wie ich auch schon hier sie benutzt habe. So, und wenn man sich jetzt allerdings wiederum den Geschwindigkeitsverlauf der Rakete anschaut, der dann als Ableitung dieser Funktion vielleicht ungefähr so aussieht, dann kann man und jetzt will man wieder wissen, wie groß ist die Änderung der Geschwindigkeit an einem bestimmten Punkt. Dann kann man das wieder sich über einen Steigungsdreieck überlegen und hier Delta V über Delta T sich anschauen. Und das ist ja gerade die Änderung der Geschwindigkeit mit der Zeit, ist ja gerade die Beschleunigung. Das heißt, die Beschleunigung A ist Delta V durch Delta T oder, wenn wir das infinitesimal klein werden lassen, dV nach dT. Das ist dann wieder die Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit. Oder, wenn wir es nochmal anders aufschreiben wollen, in der Punktnotation V Punkt. Jetzt ist aber V selbst ja schon die Ableitung des Ortes nach der Zeit. Das heißt, wir haben jetzt hier die Ableitung von einer Ableitung, also die zweite Ableitung. Das heißt, wir können schreiben, dass die Beschleunigung A die zweite Ableitung des Ortes ist nach der Zeit. Übrigens ist es hier nicht so wichtig, ob ich den Ort X oder Y nenne, das ist völlig unerheblich. So. Das heißt, die Beschleunigung ist die zweite Ableitung meines Ortes nach der Zeit und die Geschwindigkeit ist die erste Ableitung. Und wenn ich das jetzt wieder hier zurück zum Newtonschen Axiom bringe, dann kann ich das so aufschreiben, dass die Masse mal die Beschleunigung, also die zweite Ableitung, y-Punkt, Punkt, ist gleich die Kraft in Abhängigkeit von der Zeit, dem Ort und der Ableitung des Ortes, also der Geschwindigkeit. Und das ist jetzt eine Differentialgleichung. Und abhängig davon, wie jetzt diese Kraft aussieht, kann man die dann lösen oder ist es mehr oder weniger schwer, die zu lösen. Und ich möchte jetzt einfach mal ein einfaches Beispiel zeigen, und zwar den freien Fall. Für den freien Fall, also ich sage einfach mal, ich habe jetzt hier die Höhe über dem Boden, das ist y, und ich habe jetzt hier irgendwo einen Massepunkt m, und auf den wirkt die Gewichtskraft fg. Dann ist jetzt auf der Erdoberfläche die Gewichtskraft eine relativ konstant. Das heißt, ich kann sagen, dass das jetzt für meinen Fall gerade minus m mal g ist. Minus deswegen, weil die Gewichtskraft in negative y-Richtung zeigt. Gut. Und jetzt kann ich hier einfach die Masse kürzen. Und was da steht als Differentialgleichung ist jetzt y-Punkt, Punkt ist gleich minus g. Das heißt, ich suche jetzt, also zum Verständnis, das hier ist y und das hier ist ein g. Und jetzt suche ich sozusagen eine Funktion, deren zweite Ableitung eine Konstante ist, nämlich minus g. Und diese Differentialgleichung kann man jetzt lösen, indem man sich überlegt, okay, welche Funktion hat denn als Ableitung eine Konstante? Wenn man sich ein bisschen mit Differentialrechnungen beschäftigt hat, dann weiß man, das ist eine lineare Funktion. Und
Das heißt, die erste Ableitung von y muss eine lineare Funktion sein, damit die zweite Ableitung eine Konstante ist. Und damit die erste Ableitung eine lineare Funktion ist, muss die eigentliche Funktion eine quadratische Funktion von der Zeit sein. Und dann haben wir die Differentialgleichung eigentlich schon gelöst. Das heißt, was wir hier eigentlich implizit gemacht haben, ist, dass wir diese Differentialgleichung zweimal integriert haben. Das heißt, ich kann sagen, dass y von t ist gleich zweimal das Integral von y Punkt Punkt nach der Zeit. Und wenn ich das jetzt zweimal mache, dann ist das einfach das zweimal das Integral von minus g nach der Zeit. Genau, also ich integriere sozusagen zweimal nach der Zeit. Und genau, wie sieht das aus? Naja, ich integriere jetzt erstmal eine Konstante. Wenn ich die Konstante integriere, wird es linear. Und wenn ich die, das heißt, dann habe ich einfach das Integral von minus gt plus irgendeine Konstante mal dt. Die Konstante kriege ich rein, weil das Integral eben nur, das unbestimmte Integral nur auf eine Konstante genau bestimmt ist. Und wenn ich jetzt nochmal integriere, kriege ich nochmal eine Konstante. Lineare Funktion integriert wird quadratisch, also sieht das dann aus, minus g halbe t Quadrat plus c1 mal t. Konstante integriert wird linear, plus irgendeine weitere Konstante c2. Und dann habe ich jetzt die Differentialgleichung gelöst. Das ist die Lösung der Differentialgleichung für den freien Fall. Und jetzt habe ich hier so zwei ominöse Konstanten, c1 und c2. Und jetzt ist die Frage, sind diese Konstanten eigentlich wichtig für die Lösung? Und die Antwort ist, ja, sie sind immens wichtig für die Lösung. Denn ich hatte ja schon vorhin gesagt, dass Differentialgleichungen Prozesse modellieren. Also der Prozess in dem Fall ist die Beschleunigung beim freien Fall. Aber wo wir noch keine Informationen haben, ist, wo habe ich den Körper eigentlich losgelassen und wie schnell habe ich ihn losgelassen? Habe ich ihn einfach fallen lassen oder habe ich ihn nach oben geworfen erstmal, dass er dann umdreht und wieder zurückkommt? Und die Konstanten C1 und C2, die beinhalten diese Informationen. Das heißt, wenn ich jetzt mir einfach mal angucke, wenn ich jetzt meine Funktion y von t nehme und mir anschaue, was ist y von 0, dann werden die ersten beiden Terme 0, weil da t drin steht und y von 0 ist einfach c2. Das heißt, diese zweite Konstante gibt einfach an, was war die Anfangshöhe, bei der ich die Masse habe fallen lassen. Und wenn ich mir anschaue, was ist jetzt y Punkt von 0, also die Anfangsgeschwindigkeit, das ist gerade, wenn ich das hier einmal ableite, habe ich, ist gleich minus g mal 0 plus c1, also c1. Das heißt, die zweite Konstante ist einfach die Anfangsgeschwindigkeit. Und das ist jetzt nicht nur ein Phänomen, was bei dieser Differentialgleichung auftaucht, sondern bei allen Differentialgleichungen. Wenn ich eine Lösung gefunden habe, muss ich gegebenenfalls immer noch Konstanten durch die Anfangswerte bestimmen. Genau, das heißt, denn wie gesagt, die Differentialgleichung zeigt bestimmt die Entwicklung des Systems, aber die Anfangswerte muss man trotzdem noch selbst festlegen. Gut, so, dann würde ich jetzt mal noch ein, ja, vielleicht etwas schwierigeres Beispiel vorstellen, und zwar die Herleitung für die Differentialgleichung findet ihr auch im Skript, aber wenn man jetzt sich überlegt, was passiert eigentlich, so, wenn ich jetzt nicht nur einen Massenpunkt fallen lasse, sondern vielleicht einen Ball da habe ich jetzt irgendwie Luft, die dagegen strömt und den Ball bremst. Mit irgendeiner bremsenden Kraft, die ich jetzt mal Fr, eine Reibungskraft, nenne. Und die wirkt jetzt der Gewichtskraft Fg im Ball entgegen. Dann muss ich diese Differentialgleichung ändern, indem ich noch die Kraft für den fallenden Körper mit einberechne. Und dann steht da m mal y Punkt Punkt von t ist gleich wieder minus m mal g, das ist die Gewichtskraft, plus einen weiteren Term, der jetzt auf der Reibungskraft basiert. Und die Reibungskraft wirkt ja entgegen der Gewichtskraft, wenn der Ball fällt. Das heißt, dann wirkt sie nach oben, also habe ich hier ein positives Vorzeichen. Und man kann sich einfach überlegen, oder man kann es herleiten, dass die Kraft proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit ist. Das heißt, ich habe dann irgendeine Konstante, die im Skript genauer angegeben ist, mal das Quadrat der Geschwindigkeit, also y-Punkt-Quadrat. Und die Differentialgleichung kann ich jetzt nicht mehr einfach so integrieren wie den freien Fall. Stattdessen habe ich, weil ich hier sozusagen y-Punkt-Quadrat habe, das ist irgendwie zeitabhängig. y-Punkt hängt natürlich auch von der Zeit ab. Und deswegen kann ich jetzt nicht einfach so hier diese Seite integrieren,
weil ich kenne ja Y-Punkt gar nicht. Okay. Und ja, tatsächlich kann man diese Differentialgleichung aber auch lösen. Und es ist sogar eine Übungsaufgabe im Skript mit einer Anleitung, wie man das macht. Und wenn es euch das interessiert, dann könnt ihr euch das da nachschauen. Das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert für diesen Einstieg hier, aber nur mal so als Teaser, was man alles so machen kann. Tatsächlich möchte ich jetzt mal noch kurz über Klassifikationsmöglichkeiten. Von Differentialgleichungen sprechen. Kiten DGLs, also DGL für Differentialgleichung kurz. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ja schon den Unterschied zwischen, ich habe ja schon über gewöhnliche Differentialgleichungen, oder also die gewöhnliche Differentialgleichung ist ja der Titel des Seminars, da betrachtet man eben nur Funktionen, die von einer einzigen Variablen wie der Zeit abhängen, sprich zum Beispiel die y-Koordinate des Balls oder der Masse beim freien Fall. Das ist gewöhnliche Differentialgleichung, die hängt nur von der Zeit ab, aber ich könnte auch zum Beispiel die Temperaturverteilung hier im Raum betrachten, die von allen drei Koordinaten, also x, y, z abhängt und dann auch noch zeitabhängig sein kann, also von vier verschiedenen Veränderlichen. Und wenn ich dann diese Temperaturentwicklung mit der Zeit mit einer Differentialgleichung beschreiben will, dann wird diese Differentialgleichung Ableitungen nicht nur nach t, sondern auch nach x, nach y, nach z enthalten. Und das ist dann eine sogenannte partielle Differentialgleichung. Diese sind ein bisschen schwieriger zu lösen und deswegen jetzt hier nicht Teil des Seminars. Aber für die Mechanik vor allem wichtig sind sowieso gewöhnliche Differentialgleichungen. Genau. Also man unterscheidet zwischen gewöhnlichen Differentialgleichungen und partiellen DGLs. Dann gibt es noch die Klassifikationsmöglichkeit über die Ordnung einer Differentialgleichung. Die Ordnung einer Differentialgleichung gibt einfach an, was ist die höchste Ableitung in der Differentialgleichung. Das heißt, wenn ich hier den freien Fall habe, dann habe ich ja m mal y Punkt Punkt ist gleich minus m mal g. Also ist das eine Differentialgleichung zweiter Ordnung, denn die höchste Ableitung, die hier auftritt, ist die zweite Ableitung, also von y. Genau, aber ich könnte auch, wenn ich zu dem Anfangsbeispiel hier zurückkomme, y Punkt ist gleich k mal y, das ist eine Differentialgleichung erster Ordnung, weil die höchste Ableitung die erste Ableitung ist. Okay, und allgemein, wenn ich eine Lösung von einer Differentialgleichung n-ter Ordnung gefunden habe, dann brauche ich immer n-Konstanten, die sozusagen die Anfangsbedingungen meiner Differentialgleichung beschreiben. Also für eine Differentialgleichung erster Ordnung brauche ich sozusagen nur den Anfangswert von y hier. Für die Differentialgleichung zweiter Ordnung brauche ich aber eben nicht nur den Anfangswert von y, sondern auch die Anfangsgeschwindigkeit, also y Punkt von 0. So, für eine dritte Differentialgleichung dann entsprechend mehr, Differentialgleichung dritter Ordnung dann entsprechend mehr. So. Okay. Dann gibt es noch weitere Typen von Differentialgleichungen sind sogenannte lineare bzw. nichtlineare DGLs, nichtlineare. Und zwar eine lineare DGL, ein Beispiel dafür wäre diese Differentialgleichung hier am Anfang, weil überall in jedem Term kommt die abhängige Variable, also y von t, und die Ableitungen, wie zum Beispiel y-Punkt von t, nur linear vor. Das heißt, die stehen hier nicht irgendwie quadratisch oder mit höheren Potenzen drin oder in irgendwelchen komplizierten Funktionen, sondern eben nur linear. Das sind dann sogenannte lineare Differentialgleichungen und die sind relativ einfach zu lösen oder zumindest, es gibt relativ gute Strategien, die zu lösen. Dafür findet ihr auch einige im Skript, wie man das machen kann. Und bei linearen Differentialgleichungen unterscheidet man noch zwischen sogenannten homogenen und nicht homogenen Differentialgleichungen. Das ist dann alles im Skript näher erläutert und wird dann gegebenenfalls im Seminar selbst erklärt. Dann gibt es noch einen weiteren Typ von Differentialgleichungen, der interessant ist, insbesondere weil er sich relativ gut lösen lässt und oft in Beispielen vorkommt. Das sind sogenannte separable Differentialgleichungen. Übrigens noch kurz angemerkt, ein Beispiel für eine nichtlineare Differentialgleichung ist tatsächlich der freie Fall mit Luftwiderstand. Denn hier habe ich zwar y Punkt Punkt linear drin stehen, aber y Punkt steht hier quadratisch drin, deswegen ist es nicht linear. Übrigens kann eine Differentialgleichung zum Beispiel sowohl linear als auch separabel und auch sowohl nicht linear als auch separabel sein. Also die Eigenschaften schließen sich hier nicht gegenseitig aus. Aber natürlich linear und nicht linear gegenseitig.
Separable Differentialgleichungen sind Differentialgleichungen erster Ordnung, die sich auf eine spezielle Weise aufschreiben lassen, die man auf eine spezielle Weise aufschreiben kann. Und zwar muss man, sind das Differentialgleichungen der Form Y Punkt von t, kann man mit Hilfe von, kann man so schreiben, dass das gerade irgendeine beliebige Funktion von Y von t ist, mal irgendeine Funktion g von t. Dann ist eine Differentialgleichung separabel. Und separable Differentialgleichungen lassen sich auf eine spezielle Art und Weise lösen. Dieses Verfahren heißt Trennung der Variablen. Und das möchte ich jetzt nochmal kurz vorstellen, weil es ein sehr mächtiges Verfahren ist, mit dem man sehr viele Differentialgleichungen lösen kann. Und genau, das beruht auf der Tatsache, dass ich dieses y-Punkt ja auch schreiben kann als y-Punkt ist gleich dy nach dt. Und das ist die Leibniz-Notation, nennt man das. Und dy nach dt, das ist jetzt eigentlich kein Bruch, auch wenn es so aussieht, aber man kann es ein bisschen wie ein Bruch behandeln, auch wenn das mathematisch nicht ganz sauber ist, es führt zu vernünftigen Ergebnissen. Und deswegen, also zumindest für diese Rechnung kann man das so machen, dass man das Ganze wie diese Differentiale dy dt wie ein Bruch behandelt. Und dann kann man diese Differentialgleichung separieren. Was ich damit meine, man kann alle Sachen, die von y abhängen, auf eine Seite der Gleichung bringen und alle Sachen, die von t abhängen, auf eine andere Seite. Das heißt, das Ganze sieht so aus, dass wenn ich jetzt die Gleichung habe dy nach dt ist gleich f von y mal g von t. Das ist ein y und das ist ein g. Dann kann ich das f von y auf die Seite rüberziehen und das dt jetzt wie bei einem Bruch, dieses dy nach dt wie beim Bruch auseinanderziehen, das dt rüber auf die andere Seite bringen und dann habe ich hier stehen dy geteilt durch f von y ist gleich dt mal g von t. Und das ist jetzt, das heißt, jetzt steht auf dieser Seite, auf der linken Seite, nur noch Sachen, die von y abhängen und auf der rechten Seite nur noch Sachen, die von t abhängen. Und jetzt kann ich diese beiden Seiten nach t integrieren. Am besten schreibt man das dt natürlich hinter das g, wenn man dann integrieren möchte. Und das heißt, ich kann jetzt einfach mal auf beiden Seiten integrieren. Auf der Seite integriere ich nach y und auf der Seite integriere ich nach t. Sprich, ich schaue mir jetzt an, sagen wir mal hier, das Integral von dy nach geteilt durch f von y und das setzen wir gleich dem Integral von g von t nach dt. Und um die Anfangsbedingungen, der Anfangsbedingung Rechnung zu tragen, sagen wir, wir fangen an bei einem y0, das wir jetzt noch nicht näher spezifizieren wollen, und bei einem Zeitpunkt t0, bei dem y den Wert y0 hat. Und wir integrieren bis zu irgendeinem späteren Wert von y und bis zu einem späteren, an einem späteren Zeitpunkt t die Gleichung. Und jetzt kann man für einen spezifischen Anwendungsfall natürlich bestimmen, was ist die Stammfunktion von 1 durch f und was ist die Stammfunktion von g. Und ich nenne mal jetzt kurz f ist die Stammfunktion von 1 durch f und g ist die Stammfunktion von g. Und dann kann man diese Integrale natürlich auswerten und zwar schreiben als mit der Stammfunktion als f von y minus f von y0 ist gleich g von t minus g von t0. So, und diese Gleichung kann ich dann jetzt wiederum auflösen nach y von t. Und wenn ich das habe, dann habe ich y von t gefunden, was die Anfangsbedingungen erfüllt und die Differentialgleichung gelöst. Das mag jetzt alles relativ abstrakt klingen, deswegen würde ich das mal an einem konkreten Beispiel vorrechnen, um zu zeigen, dass das gar nicht so kompliziert ist. Dafür mache ich mal ein bisschen Platz hier.
Und zwar machen wir jetzt folgendes Beispiel. Die Entladung eines Kondensators. Das funktioniert folgendermaßen. Wir haben irgendeinen Kondensator aufgeladen auf eine Spannung U und der Kondensator hat Kapazität C. Und wenn wir diesen Kondensator aufgeladen haben, dann haben wir hier mal einen Schalter und den können wir schließen. Und hier haben wir einen Widerstand R, über den wir den Kondensator entladen können. Und jetzt ist es so, zum Zeitpunkt T ist gleich 0, schließen wir diesen Schalter und dann fällt über den Widerstand die Spannung vom Kondensator ab und dann fließt hier durch den Widerstand ein Strom zwischen den Kondensatorplatten, um den Kondensator zu entladen. Um das jetzt mathematisch zu beschreiben, kann man sich kurz überlegen, dass der Strom ist Ladung pro Zeit. Also es gibt der Strom an, wie stark sich die Ladung auf den Kondensatorplatten zeitlich ändert. Sprich, der Strom ist die Ableitung der Ladung auf den Kondensatorplatten nach der Zeit. Das stimmt allerdings nicht ganz, denn der Strom fließt aus dem Kondensator raus. Das heißt, der Strom ist die negative Ableitung der Ladung auf den Kondensatorplatten nach der Zeit. Also I ist gleich minus dq nach dt, wobei q die Ladung auf dem Kondensator ist. Okay, und außerdem weiß ich, dass die Spannung über dem Kondensator gleich der Spannung über dem Widerstand sein muss, wenn ich den Schalter zugemacht habe. Das heißt, ich weiß, dass u gleich i mal r ist. Wenn ich jetzt für i das hier einsetze, steht dann da, dass u gleich minus dq nach dt mal r ist. Und dann wiederum kann ich sagen, dass, wenn ich mir jetzt überlege, über die Kapazität ist definiert als c ist gleich q durch u. Und dementsprechend ist die ist gerade q gleich c mal u. Und wenn ich jetzt die Ableitung von q betrachte nach der Zeit, ist das gerade c mal die Ableitung von u nach der Zeit, da das einfach eine Konstante ist. Das heißt, ich kann das hier reinziehen und dann steht dann da, dass u gleich minus r mal c mal du nach dt ist. Und man kann jetzt sehen, dass diese Differentialgleichung separabel ist, denn ich kann einfach schreiben, du durch u ist gleich minus 1 durch r mal c mal dt. Und jetzt kann ich beide Seiten integrieren. Von einer Anfangsspannung u0 bis zu einer späteren Spannung u und von einer bis zu einer späteren Zeit t, wenn ich bei Zeitpunkt t gleich 0 anfange. Und das Integral von du durch u, das ist der Logarithmus. Das heißt, die Stammfunktion ist einfach ln u minus ln von u0 ist gleich minus 1 durch rc mal t. Und wiederum kann ich jetzt Logarithmengesetze anwenden, also ln von u durch u0 ist gleich 1 durch rc minus 1 durch rc mal t, exponentieren und dann steht da, dass u von t gleich u0 mal e hoch minus 1 durch rc t ist. Das heißt, der Kondensator entlädt sich exponentiell, also die Spannung fällt exponentiell ab mit der Zeit. So, dann, also wenn das hier u0 ist, zum Zeitpunkt t ist gleich 0, fällt das exponentiell ab. Das war jetzt ein kurzes Beispiel. Im Skript könnt ihr noch viel mehr Beispiele und Übungsaufgaben dazu finden. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen und auch sich das Seminar mal anzuschauen. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, Differentialgleichungen zu lösen. Und ja, ich hoffe, ihr lernt dabei viel. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.